Wer bist du? Mein Name ist Bando. Wie? Bando. Hä? Bando. Bando. Waldo? Bando! Mein Name ist Bando! Zum Kehricht noch eins, ich bin Bando! Alles klar. Jetzt schau nur, was du angerichtet hast. Wir haben den Boss geweckt. Er wird mich bestimmt wieder Strafrunden laufen lassen. Warum denn so betrübt? Macht dir auch das Ende der Welt zu schaffen? Der Gedanke, dass bald alles vorbei sein könnte? Ach nein. Darüber sollen sich mal lieber andere den Kopf zerbrechen. Soll das Ende ruhig kommen. Hier ist ohnehin schon alles erledigt. Tja, ja. Es gibt nichts mehr zu tun. Aha. Ein frustrierter Arbeiter, der nichts mehr zu tun hat. Ich suche alles Kalida. Klar. Wen suchst du? Kalida? Du bist schon ein Clown. Wieso? Was ist daran so seltsam? Nein, warte. Lass mich raten. Kalida ist tot oder es gibt sie gar nicht? Nein. Kalida existiert. Aber du solltest sie besser in Ruhe lassen. Tja, ist mir auch herrlich egal. Also... Wo finde ich Kalida denn jetzt? Ich sagte es doch schon. Du solltest Kalida lieber nicht stören. Am besten verhältst du dich ganz leise, um sie nicht zu wecken. Ich soll sie nicht was? Wecken? Sie schläft. Also ist sie ein Morgenmuffel. Na und? Was kann da schon groß passieren? Sie wirft mit Kissen und schimpft über den Kaffee? Ja. Oder sie bäumt sich zu ihrer vollen Größe auf und verwüstet das Dorf. Wäre mir auch recht. Glaub mir einfach. Du willst Kalida nicht aufwecken. Ich bin mir da langsam auch nicht mehr so sicher. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Mach, was du denkst. Aber ich werde dir bestimmt nicht helfen. Ich will keinen Ärger. Und ich will auch nicht schuld sein, wenn großes Unglück über uns hereinbricht. Moment mal. Das will ich auch nicht. Dann lass Kalida schlafen. Und wie komme ich dann zurück? Wie meinst du das? Es gibt nichts zu tun. Es ist hier sehr still geworden, seit der Boss die Fabrik geschlossen hat. Die Fabrik? Früher wurde hier... Okay, wir müssen den Boss überreden, dass er die Fabrik wieder anmacht. Aber die Produktion wurde eingestellt. Aha. Warum? Nun, der Boss hat sein Ziel erreicht. 10.000 Perlen. Und jetzt hat er Angst, dass er alles wieder verliert. Am meisten fürchtet er sich davor, dass jemand Kalida weckt. Er ist richtig paranoid. Keinen Mucks darf ich mehr von mir. Das haben wir vor. Früher war das anders. Da habe ich die tollsten Arbeiten erledigen dürfen. Ich habe das Nebelhorn im Schreihaus geblasen. Und immer, wenn es Mittag wurde, durfte ich die Glocke läuten. Es schallte über die ganze Insel. Das Tollste war aber die Arbeit in der Fabrik. Heiße Luft, dichter Qualm und über allem der Lärm wuchtiger Maschinen. Wumms, Kawumms. Bando, was ist denn dort los? Sei gefälligst leise oder willst du, dass Kalida aufwacht? Je, siehst du, was ich meine? Die guten alten Tage sind vorbei. Ach ja. Also, dann erzähl mal ein bisschen wegen... Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Ach, das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tötere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tötere, tötere! Bando, wie oft muss ich es noch sagen? Verhalte dich gefälligst ruhig. Ja, diese Zeiten sind vorbei. Tja, was ist mit der Fabrik?
erzählt. Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, hat er schon erzählt. Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom! Sieh her, kann's auch nicht lassen. Mutter Natur, hier wird mit Muskel und Maschinenkraft dein Meisterwerk übertroffen! Bando, ich warne dich! Nichts hält ewig. Mit dem er schreit. Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach, das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es Essen gab, lief ich zum Dorfeingang und läutete die Glocke. Der Schall war über den ganzen See zu hören. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando, sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Bando, eine weitere Störung und ich dreh durch! Ja. Aber das war einmal. Könntest du nicht etwas Neues erlernen? Noch ein letzter Stück. Was Neues? Klingt aufregend. Was denn? ja, offensichtlich. Du könntest Marktschreier werden. Marktschreier? Wow. Ich wollte schon immer Marktschreier werden. Schon als Kind, mit einem Korb voller Birnen, lief ich durch das Dorf und brüllte: Äpfel! Äpfel! Ich weiß nicht einmal warum. Es waren ja Birnen. Aber das störte mich nicht. Äpfel! Rief ich: Kauf bei Bando! Bei Bando! Dem tollen, grünen Marktschreier! Äpfel! Äpfel! Bandos explodierende Äpfel! Ach, Bando. Ui, oh je. Ich muss wohl lernen, wo meine Grenzen sind. Aber du könntest noch Trommler werden. Trommler? Ich wäre bestimmt ein sehr guter Trommler. Ich könnte die Pauke in einem Orchester spielen. Natürlich, was sonst? Würde ich übertönen. Und die Cellisten bekämen meinen Schlägel zu spüren. Das Publikum würde johlen. Bando! Ich mag den Typ. Ich höre sie schon rufen. Bando! Ich höre sie schon rufen. Weißt du was? Sehr schön. Ich glaube, ich lasse es lieber bleiben. Ich glaube nicht, dass Ruben damit einverstanden wäre. Aber du kannst doch bestimmt noch Opern singen. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Aussehen. Ja, sicher. Ich habe das Talent. Die Frauen legen mir zu Füßen. Und die Männer beneideten mich. Ein Glas nach dem nächsten würde ich zersingen. Opergläser, Wassergläser. Ja, sogar die Kuppel des Firmaments würde ich einsingen. Banause. Hier eskaliert noch die Frau. Du könntest in den Straßenbau gehen. Die Idee ist nicht schlecht. Die Straßen müssten hier wirklich mal befestigt werden. Und wer könnte das besser als ich? Pflasterstein. Mach schon Pflasterstein. Müsste in die Erde geschlagen werden. Bam! Bam! Hör her, Welt!
Diese Insel hat schon bald eine neue Straße. Und der Straße wird eine Brücke folgen. Und nach der Brücke kommt ein Tunnel direkt nach Corona. Dann wird endlich wieder ein Straßenbaumeister das Land regieren. Ein Hoch auf Bando, den Straßenbaumeister. Hip, hip, hurra! Ach ja. Ich verliere allmählich die Geduld mit dir. Oh, oh, da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. Bando, der Straßenbaumeister, Chor, Sänger, Trommler, Marktschreier, Zirkusclown. Du könntest einen Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir deinen Fummel so ansehe, ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Ansager. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressurnummer. Na sicher. Der Dompteur hätte es sicher nicht einfach mit mir. Der Dompteur? Okay. Nichts, Ruben! Oh. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Mir gehen die Ideen aus. Halb so schlimm. Ich hatte die Hoffnung ohnehin schon aufgegeben. Ja, diesen Effekt habe ich manchmal auf die Leute. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute, aber was willst du? Okay, das hatten wir. Schon noch was? Gibt es noch einen anderen Weg von dieser Insel runter? Ich fürchte nein. Aber bleib doch ruhig. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Außer natürlich Gesellschaft. Also das stimmt. Viele Leute wohnen nicht gerade auf der Insel. Und Lebensfreude? Ja, die hält sich auch in Grenzen. Die Freiheit, überall hinzugehen. Ja, okay. Wir haben vielleicht nicht alles, was wir brauchen. Aber dafür haben wir den ganzen Rest. Wer hat dir das sagen? Das ist Ruhm. Ich gehört die Insel. Du findest ihn im Haus auf der Bergkuppe. Auf der Bergkuppe? Warum ist der Boss? Ja, ganz oben. Ja. Hey, hey, kleiner Mann. Ich dachte, du willst die Welt retten. Da musst du schon mal deinen Hintern hochbekommen. Ja, das stimmt. Schon gut. Ohne Fleiß kein Preis, nicht wahr? So ist es. Am Ende wird es sich bezahlt machen. Bezahlt machen? So sieht es aber nicht gerade aus. Ganz im Gegenteil. Jeder Schritt bringt mich einfach nur näher und näher ans Ende. Und bei jedem einzelnen Schritt immer wieder die Angst, dass mein Traum wahr wird, dass der Boden nachgibt und die Welt unter meinen Füßen zusammenfällt. Tja. Auf der Spitze des Berges, sagtest du? Ja, ganz oben. Prima, danke. Das wird schon. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Sag, darf ich dir. Ich, Bando! Ruhe da unten! Ja, war ja eine sehr tolle Unterhaltung. Oh, hier meine Blume. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen Blumen immer sofort ein. Penn sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Oh. Doch nicht so deprimiert. Halt, Freundchen. Der Schlüssel bleibt schön hier. Ruben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Und auf Bando ist Verlass. Was ist das hier für ein Schlüssel? Das ist der Schlüssel zum Schreihaus. Ruben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Ah, sehr gut. Das Schreihaus, da müssen wir mal hin. Mit ihm. Nehmen wir ihn gleich Huckepack. So die Tür. Mach sie zu. Darf ich mir die Leiter ausborgen? Natürlich. Ich benutze sie sowieso nicht. Groß genug? Höhenangst. Ah. Tja, okay, wir haben eine Leiter, einen Feuerstein und eine kaputte Schaufel. Faszinierend.
ein Mausloch. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Oh. Niemand zu Hause. Ah, das Spot. Sehr schön. Achso, der Zahn. Das ist der Zahn der Zeit. Okay, jetzt haben wir eine kaputte Schaufel, einen Feuerstein, eine Leiter und einen Haken. Ein Hakenzahn. Da geht's weiter, aber wir hören uns erstmal den Entwicklerkommentar an. Bei Bando fällt mir halt hauptsächlich die unglaubliche Arbeit mit dem Oliver im Studio ein, der einen grandiosen Spaß dabei hatte, Bando zu vertonen, weil er so grandios poltern konnte. Bando! Bandos explodierende Äpfel! Das hat schon wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt waren die Sprachaufnahmen halt was ganz Besonderes bei uns. Wir waren das erste Mal in Studio 2 beim Periskop-Studio. Die hatten gerade neu sich eine zweite Aufnahmekammer eingerichtet. Heute ist da ein wunderbar ausgekleidetes Studio, aber als wir das aufgenommen haben, da war der Raum halt hauptsächlich ein Lager für alle möglichen Musikinstrumente. Und dann haben sie da halt einen Teilbereich abgehangen mit Vorhängen und so weiter und eine kleine improvisierte Tonregie davor gebaut. Und als wir angefangen haben aufzunehmen mit, ich glaube, wir haben tatsächlich auch mit Gunnar angefangen, also der den Setweg gesprochen hat, wo wir ziemlich lange gebraucht haben, bis wir halt diese sehr spezielle Stimme für Setweg gefunden hatten, dieses etwas Gnomige. Wir haben immer gesagt, mehr gnomig. Haben wir ziemlich lange für gebraucht und ziemlich viele Anläufe. Dann waren wir gerade so weit und dann hat er irgendwie immer was mitgeschallert, hat was gesagt und irgendwo gab es ein komisches Echo so. Wir haben das aber nicht lokalisieren können, nicht auftreiben können. Wo kommt das her? Warum gibt es dieses seltsame Echo? Und sind durch diesen Raum gelaufen und haben so Mop, Mop, Mob gerufen, um halt zu gucken, woher kommt dieses. Wir müssen halt irgendwie gewirkt haben wie totale Spasten. Als wären wir bescheuert. Damals hat übrigens die Sinica noch Tonregie gemacht bei Periscope, die unter anderem für ihre Spracharbeit oder eben Nicht-Spracharbeit bei Harveys Neue Augen, die hat Lilly vertont. Die hat Lilly gesprochen. Echt? Genau. Aber sie hat auch Doris gesprochen. Und vor allen Dingen hat sie natürlich Grohl bei Doris. Damals hat sie noch Tonregie gemacht. Hat aber auch bei Whispered World schon gesprochen. Und zwar wen? Einen der Hauptcharaktere? Ja, sie hat Spot gesprochen. Genau. Das Fiepen von Spot, das war ebenfalls Sinica. Sehr schön. Und Krupa. Aber zu dem kommen wir später. Ah, wenn ich hier noch irgendwie benennen kann, ist auf jeden Fall Simone Kester da. Ja. Sie hat nämlich auf jeden Fall das Line-Art von dem Screen gemacht. Wunderschön. Stimmt, das war ein Simone-Raum. Ja, genau, es war ein Simone-Raum. Sehr, sehr schön geworden. Ich habe ihr leider zum Beispiel irgendwie so Vorlagen gegeben wie einen Besen, der im Hintergrund ist, den man nie benutzen kann. Aber es sah schön aus. Und wir haben ihn da gelassen. Genau, so, mit etwas Abstand kann man eigentlich diesen Screen von deinen Screens kaum noch unterscheiden. Also hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst sogar, dass der gar nicht von dir kommt. Siehst du? Das heißt, du bist doch ersetzbar. Richtig. Verdammt. So, wir müssen kurz schneiden. Ich muss mal kurz prügeln. Ja, jeder Mensch ist ersetzbar. So ist es. Traurig, aber wahr. Oh, eine Axt. Ja, das ist sehr erfreulich. Eine sehr kleine Axt. Eine Zwergaxt. Ein kaputtes Tarnrad. Ein Schraubstock. Ein Schraubstock. Ein Schraubstock. Können wir da etwas reinschrauben?
Bestimmt. Ein Mechanismus. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Ich habe hier nur ein kaputtes. Ein Schalter haben wir hier. Nichts. Die Tür, die nicht funktioniert. Seltsam, ich sehe keine Klinke. Mal sehen. Nein, keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Oha. Was haben wir denn da? Was war das? Ein Vogel? Was hatte der denn hier drin verloren? Lea, wenn es irgendetwas da drinnen gab, dann hat das der kleine Vogel wohl aufgefressen. Zum Glück haben wir unten die Tür zugemacht. Wo ist er hin? Naja. Hören wir uns auch hier mal den Audiokommentar an von den Entwicklern. Winter spoilert das uns schon, aber ja. Das erste, dieser Screen wurde mir auf jeden Fall exklusiv vom Badern auch. Der erste Raum, glaube ich, der mir dann so gesagt wurde, erstellt den so und so, hier muss das in das Rätsel rein. Leider war das Feedback, ich erkenne überhaupt gar nichts. Und jetzt, wo ich ihn wieder sehe, ich erkenne leider auch nichts. Der Raum kam tatsächlich sehr, sehr spät rein. Und das ist ja schon mal ein Raum geschrieben. Also normalerweise war es bei Wizard World umgekehrt. Das ist ja die Herangehensweise, die wir hier in diesem Raum hatten, ist ja eher eigentlich in anderen Spielen die Regel, dass man sich erst die Rätsel ausdenkt und dann überlegt, wie sieht der Raum dazu aus. Aber so arbeitet Marco einfach nicht. Ich nehme es mir immer wieder aufs Neue vor. Der feine Herr. Und so kam es, dass halt auch die ganzen Sachverhalte, die hier tatsächlich eine Rolle gespielt haben, von Marco halt trotz der dieser eigentlich dafür optimierten Reihenfolge erst die Rätsel schreiben und dann sich überlegen, wie sieht der Raum aus. Diese ganzen Anforderungen wurden von Marco dann auch geflissentlich ignoriert und er hat den Raum dann halt trotzdem einfach irgendwie gezeichnet. Ja, wir hatten immer die Parallelen, wir mussten ja weiterkommen. Ja. Dann wurde mir in den Hinter getreten, mach mal weiter das Screens, und dann wurde von der anderen Seite. Ja, aber ich erstmal Rätsel machen. Der Raum ist tatsächlich extrem atmosphärisch in seiner komischen, zerlotterten, aufgerissenen, kaputten Art und Weise. Dann läuft man durch dieses heile Haus und kommt dann halt irgendwie in so ein Hinterzimmer, wo das ganze Haus irgendwie kaputt ist und da die einzelnen Bretter halt irgendwie links und rechts. Ich finde den Screen so furchtbar. Es tut mir leid, cool. Ich kann da einfach nicht schön dran finden. Ich finde den schon sehr atmosphärisch. Ich mag die Wolken, die habe ich nämlich aus dem Screen dann davor geklaut. Das hättest du auch nicht sagen sollen. Die haben wir aufwendig hier für diesen Screen neu gemacht. Neu produziert. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Und nun? Wir haben den Haken. Tja. Wollen wir uns den Mechanismus mal anschauen? Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass... Hier fehlen keine... Okay, vielleicht können wir das kaputte Zahnrad hier einspannen. Können wir. Und einen Haken dran hängen. Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Oh. Sag doch nicht sowas. Nein, Feuerschnecken ist doch bestimmt. Ist kaputt und nutzlos, wie ich. Mit dem Zahnrad lässt sich bestimmt oder mit der Axt reparieren. Nein, das wie ich. Wir machen das an die anderen Zahnräder mit der Axt kaputt. Sieht ganz gewöhnlich aus. Ich glaube, die Schaufel kann ich auch ohne Schraubstock reparieren. Ich bräuchte nur einen passenden Stiel. Aha, ein Stiel. Der Haken ist... Nein, die... Die Axt ist noch scharf genug. Tja, vielleicht mit dem Feuerstein. Nein, das Zahnrad ist wie... Ich kann nur mit der Leiter hier rübersteigen. Ich sehe nicht, wie mir das helfen sollte, die Tür zu öffnen. Sie wird scheinbar durch eine Art Mechanismus angetrieben. Nein, das muss nicht reparieren.
Ach, mit Axt drauf. Nein, die Tür ist zu oder ich bin zu schwach. Eins von beiden. Okay, dann können wir den Schrank halt aufbrechen. Die behalte ich lieber bei mir. Nein, die Tür ist zu massiv, um sie aufzubrechen. Oder ich bin... Okay. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber ich glaube, was hier fehlt, ist ein weiteres Zahnrad. Sollen wir vielleicht das Zahnrad mal... einfach einstecken? Das scheint tatsächlich zum Türmechanismus zu gehören, aber es ist kaputt. Okay, und wie kriegen wir das wieder heile? Hat er vielleicht eine Idee? Dieses Zahnrad hier scheint kaputt zu sein. Ich weiß. Es müsste eigentlich geschweißt werden. Aber das hat Zeit. Solange die Fabrik stillsteht, funktioniert der Mechanismus ohnehin nicht. Tja. Geschweißt. Ich habe noch Kerzen. Die muss mit Axt besiegen. Auf diese Weise würde ich die Maus nur verscheuchen. Der Käse haben wir gerade nicht mit dabei. Tür öffnen. Und wieder hinunter. Vielleicht können wir dahin. Hm? Oh. Was? Tatsächlich. Oh. Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo. Was druckst du da rum? Komm her. Wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Ich bin... Ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Fass dich bitte kurz, okay? Ich will schlafen. Wo finde ich Kalida? Warum willst du das wissen? Hör mal, ich dachte, mich kurz Kalida fassen. Gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Kalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt, was willst du eigentlich von Kalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte, was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Kalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lasse ich dich umgehend von Bando an die Yakis verfüttern. Aha. Ich bin Sedgwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja hervorragend. Wir brauchen nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Tja, aber... Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sag's dir. Die Welt muss gerettet werden. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Kalidas Ruhe störst. Du siehst müde aus. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ein Privileg für Leute, die alles erreicht haben. Leider muss ich hier am Tisch schlafen, weil mein Bett so seltsam quietscht. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Was mich in diesem Augenblick von meiner wohlverdienten Ruhe abhält, ist nicht das quietschende Bett. Es sind auch nicht die Yakis, die Maschinen in der Fabrik oder mein polteriger Untergebener. Nein. Es ist ein nerviges Kind im Clownskostüm, das ungefragt in meinem Büro platzt und ununterbrochen redet und redet. Meine Güte! Bei dem ganzen Zeit redet einem ja der Kopf.